sicherlich nicht zu gewinnen. Ja, Katrin Göring-Eckardt jetzt für die Grünen. Haben wir mit den Ukrainern die Fußball-Europameisterschaft bejubelt. Heute herrscht dort Krieg. Vor knapp 7 Monaten haben Menschen auf dem Maidan ihren Protest begonnen gegen ein autokratisches Regime. Sie haben es mit dem Leben bezahlt. 3.000 Menschen sind gestorben, über 1 Million inzwischen auf der Flucht. Putin hat die Krim besetzt und die Ostukraine, und er stellt damit Europas Werte knallhart auf die Probe, meine Damen und Herren. Deshalb ist es gut, dass die EU stärkere Sanktionen beschlossen hat. Wir wollen, dass sie jetzt auch greifen. Der Waffenstillstand ist brüchig. Und Herr Putin sollte wissen, die Sanktionen werden nur aufgehoben, wenn er etwas tut und nicht, wenn er etwas ankündigt, meine Damen und Herren. Und deswegen, dafür sind die Sanktionen da und dafür sind sie gut. Und es ist richtig, dass die NATO am Freitag klargemacht hat, wir werden Putins neuen Imperialismus nicht einfach hinnehmen. Sanktionspolitik und militärische Anstrengungen wirken aber nur dann, wenn sie nicht anderweitig untergraben werden, meine Damen und Herren. Dass den Verkauf des Gefechtszentrums von Rheinmetall an Russland widerrufen werden konnte, ist richtig, und es zeigt, dass diese Geschäfte umkehrbar sind, meine Damen und Herren. Und das muss auch für alle anderen Rüstungsexporte nach Russland gelten. Energiepolitik ist Sicherheitspolitik. Umso unverständlicher, meine Damen und Herren, ist es für mich, dass derselbe Wirtschaftsminister, der so stark bei den Rüstungsexporten redet, auf der anderen Seite keinerlei Bedenken hat, wenn Wingas seine Gasspeicher an Gazprom verteilt. Unser Ziel muss doch mehr Unabhängigkeit sein in der Energiefrage und nicht mehr Abhängigkeit von Russland, meine Damen und Herren. Darum geht es. Und wer jetzt in diesem Zusammenhang wieder die Leier von der Erhöhung der Verteidigungsausgaben losdreht, der sei darauf hingewiesen, unser Beitrag zur NATO beträgt 35 Milliarden. Damit liegen wir an zweiter Stelle. Hier fehlt es nicht an Geld. Hier könnte definitiv zurückgeschraubt werden bei der kalten Kriegsrhetorik und der symbolisch des Generalsekretärs. Das kann man ganz bestimmt. Die unbequeme Wahrheit ist, meine Damen und Herren, die aktuell laufenden Rüstungsprojekte in Deutschland sind seit Vertragsabschluss 4,3 Milliarden Euro teurer geworden, und sie haben alles in allem 1.400 Monate Verspätung. Sie hatten uns mal angekündigt, die Bundeswehrreform würde zu Einsparungen führen. Hier haben wir aber Aufstockung und Verteuerung. Das ist das Gegenteil der Fall. Viel wurde ja geredet in den letzten Wochen und Monaten über mehr Verantwortung für Deutschland in der Welt. Und in der vergangenen Woche haben wir hier im Parlament diskutiert über die Lieferung von Waffen. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Debatte hier angeregt haben, weil das ist nun wirklich kein Verwaltungshandeln, meine Damen und Herren. Jetzt ist Deutschland ein Teil einer Koalition gegen die ISIS. Und ich frage Sie auch nach Ihrer Rede jetzt, was genau soll eigentlich die deutsche Rolle sein? Wie genau sollen eigentlich die regionalen Akteure beteiligt werden, meine Damen und Herren? Nein, mit Waffenlieferungen und mit humanitärer Hilfe haben wir noch längst nicht alles getan. Für eine politische Lösung einzusetzen, das heißt mehr. Das heißt, über Konzepte zu reden, und zwar auch in der Öffentlichkeit. Und das heißt auch, mit den europäischen und mit den NATO-Partnern über friedliche politische Lösungen zu debattieren. Wir sind in einer neuen Phase, ja. Und es wird schwer und es wird anstrengend sein. Aber ich verlange von Ihnen, dass Sie hier und in aller Öffentlichkeit darüber sprechen, wie Sie sich vorstellen, wie dieser Konflikt befriedet werden kann, meine Damen und Herren. Und es mag ja kleinteilig klingen, aber ich sage Ihnen, mich ärgert es trotzdem. 70 Millionen Euro waren die Waffenexporte wert und 50 Millionen Euro sind die humanitären Hilfen wert. Das ist ein Ungleichgewicht. Ich finde, das steht uns nicht an, und wir akzeptieren das nicht, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wenn es anders kommt, Herr Kauder, dann sind wir gerne dabei.
Aber den Vorschlag, den Sie gemacht haben, der hatte dieses Ungleichgewicht. Und ich finde, er zeigt auch, dass die Aufmerksamkeit genau auf dem falschen Punkt lag. Und das finde ich mehr als bedauerlich. Meine Damen und Herren, vor genau 25 Jahren wurde das neue Forum begründet. Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und Biografien und politischer Vorstellungen wurden durch die Überzeugung verbunden, dass Diktatur überwunden werden muss. Die Bürgerinnen und Bürger in der DDR haben sich ihre Freiheit mit friedlichen Mitteln erobert, und nicht nur die in der DDR. Ich bin sehr froh, dass wir heute gesehen haben, dass es eben nicht nur Deutschland war, sondern dass es tatsächlich eine osteuropäische Friedensbewegung war. Das war eine gewaltige Leistung, und erst heute verstehen wir, glaube ich, dass die Friedfertigkeit dieser Revolution keine Selbstverständlichkeit war, sondern sie war eine Anstrengung und sie war ein großes Geschenk. Frau Bundeskanzlerin, Sie und ich, wir haben beide diesen Umbruch erlebt, sicherlich ganz unterschiedlich. Aber wir haben eben auch erlebt, Demokratie lebt von der Debatte und entsteht im Wettstreit von Meinungen. Es ist nichts Schlechtes dabei, um Positionen zu ringen. Es ist auch nichts Schlechtes dabei, sich zu korrigieren. Das ist das Wesen von Demokratie. Und der friedliche Wettstreit der Meinungen, der Kontrast, die Alternativen, über die wir reden müssen, über die werden Bürgerinnen und Bürger dann in Wahlen entscheiden. Es ist eben nichts alternativlos. Und es ist bitter anzusehen, wie Sie es zulassen, dass jene Kräfte stärker und stärker werden, die sich von rechts als Alternative für Deutschland darstellen. Meine Damen und Herren, wir brauchen diese Auseinandersetzung, und dazu gehört es, dass man sagt, was man will, und dass man klar macht, was man nicht will. Diese Alternative jedenfalls nicht. Sie haben hier eine überwältigende Mehrheit, und noch stehen wir wirtschaftlich auch gut da. Warum nutzen Sie diese Chance nicht für eine Debatte um die Zukunft unseres Landes in Europa, in der Welt der Krisen, in einem Land, das vor gewaltigen, Sie haben darüber gesprochen, Integrationsanstrengungen steht? Meine Damen und Herren, uns geht es heute gut. Und jetzt wäre der Moment, an den Fundamenten für die Zukunft zu bauen. Doch die Bundesregierung deckt auf der einen Seite den Mantel des internationalen Krisenmanagements über die innenpolitischen Notwendigkeiten, und auf der anderen Seite gibt es Trippelschritte. Die Geschenke sind verteilt, die Luft ist raus, Streit um Maut, die Wirtschaftspolitik ist nur noch klein-klein, Dienst nach Vorschrift. Sie nähern sich schon fast, jedenfalls fällt mir das auf, dem Niveau der schwarz-gelben Bundesregierung. Schon beschimpft man sich gegenseitig mit Kleingeister, Rumpelstilzchen, Pipifax. Herr Seehofer hat gerade das Ende der Schonzeit angekündigt. Ich bin keine Jägerin, aber da sind ja scheinbar die Schatten der Wildsäue nicht weit. Viel Erfolg bei der Treibjagd mit der CSU, meine Damen und Herren. Deutschland lebt von der Substanz. Das sieht jeder. Es bröckelt dahin. Kaputte Schulen, Universitäten, in denen das von der Decke tropft, Schwimmhallen und Bibliotheken, die schließen, Sportplätze, in denen das Gras auf der Tatanbahn wächst, Straßen, auf denen jede Achse bricht, und Brücken, deren Pfeiler bröseln. Was macht der Finanzminister? Der Finanzminister schuldet um. Herr Schäuble, nein, Sie holen sich das Geld heute nicht mehr von der Bank. Sie holen es sich heute bei den Krankenkassen, bei der Rentenversicherung. Sie holen es sich bei der Zukunft und bei den Investitionen, die Sie nicht tun. Und diese Politik ist falsch und zukunftsvergessen. Und Frau Bundeskanzlerin, das hat auch nichts mit Generationengerechtigkeit zu tun. Das ist das Gegenteil davon. Welches Land und welchen Planeten überlassen wir eigentlich den kommenden Generationen? Dass sie keine Schulden machen mehr bei der Bank, das ist es doch nicht. Dass die Sozialsysteme funktionieren müssen, dass die Infrastruktur in Ordnung sein muss und dass wir in Bildung investieren, das gehört dazu, und das verlange ich von Ihnen als eine verantwortungsvolle Regierung. Sie haben 111 Milliarden Euro Mehreinnahmen. Das sind 111 Milliarden, die Sie nicht sparen. Das sind 111 Milliarden, die Sie nicht investieren. Das sind 111 Milliarden Euro, die Sie verbraten. Und Ihre ganze Bilanz ist eine Wette auf eine gute Konjunktur. Bleibt sie gut,
verschulden Sie sich nur bei den Sozialkassen. Wird sie aber schlecht, dann werden Sie wieder Geld bei den Banken aufnehmen. Ehrlich gesagt, die schwäbische Hausfrau und der ehrbare Kaufmann aus Hamburg, aber auch der junge Start-up-Unternehmer, der Risikokapital braucht in Thüringen, die reiben sich alle die Augen, wenn sie an so viel wirtschaftliche Unvernunft denken und so kurzsichtige Wirtschaftspolitik, meine Damen und Herren. Ich finde, die Menschen in Deutschland, denen es jetzt noch gut geht, die haben eine Regierung verdient, die auch einmal über den Tag hinausschaut. Ja, Deutschland braucht Ideen, es braucht Innovationen und es braucht Investitionen. Und jetzt haben Sie heute hier lange über die Herausforderungen der digitalen Welt gesprochen. Und ehrlich gesagt, nachdem ich mir die digitale Agenda angeschaut habe und nachdem ich Ihnen heute zugehört habe, das war so ein bisschen mühsam, zuzuhören und zu verstehen, um welchen Bereich Sie eigentlich gerade reden, indem Sie immer sagen, so sagt man und so meint man wohl. Wenn man sich Ihre digitale Agenda anschaut, Frau Merkel, Herr Dobrindt, dann hat man nicht den Eindruck, dass Sie an einer ganz großen Sache für die Zukunft arbeiten. Ehrlich gesagt, ist das ein bisschen Copy and Paste von ein paar Textbausteinen, die Sie zusammengesucht haben. Sie haben noch nicht mal das genommen, was die Enquetekommission des Deutschen Bundestages in der letzten Legislaturperiode erarbeitet hat. Da wären Sie drei Schritte weitergekommen. Ihre digitale Agenda ist nichts weiter als eine müde und lahme Eintagsfliege. Und die Investitionen in Breitband, die Investitionen für die mittelständischen Unternehmen, die das dringend brauchen, die im ländlichen Raum angesiedelt sind, die müssen Sie endlich tun und nicht immer weiter und immer weiter nach hinten verschieben, meine Damen und Herren. Das sind wirklich wirtschaftliche Investitionen, die gebraucht werden. Und gleichzeitig bröckelt es an den Straßen und an den Brücken. Aber das Geld fehlt jetzt wahrlich nicht wegen der Maut. Was von der CSU mal so als Watschen für die Österreicher und Tschechen gedacht war, das erweist sich jetzt als komplett Watschen für die Bundesregierung. Herr Dobrindt, blühen ja jetzt schon die Ohren. Rechtlich fragwürdig, finanziell unrentabel und am Schluss bürokratisch ohne Ende. Abzocke der Bürger, die Maut vernebelt, meine Damen und Herren, dass Ihnen schlicht und ergreifend irgendein Plan fehlt, wie Sie diese notwendigen Investitionen in Deutschland eigentlich angehen wollen. Es kann doch nicht ernsthaft sein, dass man eben nicht erst repariert und dann neu baut. Es kann doch nicht ernsthaft sein, dass man sich Direktmandate in Bayern sichert, weil man irgendwelche Bänder für teure Umgehungsstraßen durchschneidet, statt dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur repariert und erhalten bleibt, meine Damen und Herren. Frau Merkel, auf 7 fette sind noch immer 7 magere Jahre gefolgt. Das steht schon im Buch Genesis. Dort heißen die mageren Jahre allerdings nicht einfach magere Jahre, sondern sie heißen teure Jahre. Und genauso, meine Damen und Herren, wird es kommen. Es wird teuer für die Kommunen, es wird teuer für die Bürgerinnen und Bürger und es wird verdammt teuer für die kommende Generation, meine Damen und Herren. Ihre Politik in Ihrer Regierung, die lässt sich im Moment so zusammenfassen: Außenkrise, innen Maut. Ich frage mich, wann nehmen Sie sich eigentlich mal die ganz großen Fragen vor? Sie haben heute hier über Migration geredet, und ich komme gleich dazu. Wie ist es mit dem Klimaschutz? Das ist eine der zentralen Fragen, um die es geht. Und wir wissen nicht erst seit Nicolaus Stern, dass es uns alle teuer zu stehen kommt, wenn wir nicht in Klimaschutz investieren. Und trotzdem steigt der CO2-Ausstoß in Deutschland. Unser Land wird die Klimaziele nicht erreichen. Und ehrlich gesagt, mir ist es peinlich, wenn ich im Ausland unterwegs bin. Wir waren mal ganz vorn. Wir waren mal Vorbild. Und dazu passt, dass Sie sich noch nicht mal hinbewegen werden, wenn der Klimagipfel stattfindet, wenn alle Staats- und Regierungschefs sich zusammensetzen und darüber reden. Der deutsche Platz der Bundeskanzlerin wird frei bleiben. Und das zeigt, dass Sie diese zentrale Zukunftsfrage, von der Sie irgendwann mal gesagt hatten, sie sei Ihnen wichtig, jetzt irgendwohin verbannt haben, wo sie nicht mehr in Ihr Konzept passt. Meine Damen und Herren, wenn wir das nicht tun, dann versündigen wir uns an uns selbst. Dann versündigen wir uns an den Menschen, die am anderen Ende der Welt inzwischen zu Klimaflüchtlingen geworden sind, und erst recht an unseren Kindern und Kindeskindern. Und deswegen sage ich, kehren Sie um. Und natürlich
Natürlich brauchen wir endlich ein Klimaschutzgesetz, das diesen Namen verdient. Aber im Moment verhindert das ja diese dicke Kohlekoalition. In Brandenburg kann man das ganz gut sehen. SPD, CDU, Linke in der großen Kohlekoalition. Das ist Politik nicht des letzten. Das ist Politik des vorletzten Jahrhunderts. Und dreckig, ineffektiv, nicht zuletzt, baggern Sie am Schluss den Leuten noch die Heimat weg, ihre Dörfer, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich sage Ihnen ganz klar, hören Sie auf mit dieser rückwärtsgewandten Politik. Klimaschutz ist das nicht und ernsthafte Politik auch nicht. Meine Damen und Herren, Deutschland ist nicht mehr das Land, wie ich es 1989 kennengelernt habe. Wir sind ein Einwanderungsland geworden, und das ist gut. Das hat uns gut getan, und das ist auch keine Romantik. Das ist das Leben in Deutschland. Das ist der Arzt aus Indien im Landkrankenhaus. Das ist das syrische Mädchen in der Kindertagesstätte. Und das ist die weißrussische Pflegekraft bei der Großtante. Diese Entwicklung wird weitergehen. Wir können uns darüber freuen, aber sie wird uns auch viel abverlangen. Angesichts der aktuellen Entwicklung will ich hier vor allem auf die Situation der Flüchtlinge eingehen. Seit Monaten habe ich keine Nachrichtensendung gesehen, wo nicht die außenpolitischen Krisen an erster Stelle standen. Die Welt ist im Wandel, und wir sind mittendrin. Wir können die Augen davor nicht mehr verschließen. Und es hilft auch nicht, wieder davon zu reden, dass wir doch schon viele Flüchtlinge aufnehmen. Wir können mehr aufnehmen, wir sollten mehr aufnehmen, und wir müssen auch mehr aufnehmen. Und das Gute ist doch, meine Damen und Herren, dass wir in unserem Land eine hohe Bereitschaft und eine Solidarität gegenüber Flüchtlingen erleben, wie es sie kaum gegeben hat. Aber natürlich stellt die angemessene Unterbringung dieser Menschen Länder und Kommunen vor große Herausforderungen, ja. Aber wer bitte soll sie denn bewältigen, wenn nicht ein Land, dem es so gut geht? Die zynische Forderung, wer betrügt, der fliegt, zeigt hier ihre ganze Perfidität. Die Menschen haben Gründe, und sie nehmen unendliche Risiken auf sich, um bei uns Schutz zu suchen. Und jeder Mensch, der hierher kommt und Asyl beantragt, hat das Recht darauf, dass sein Antrag sorgfältig und im Einzelnen geprüft wird. Das Asylrecht ist ein Grundrecht, meine Damen und Herren. Und ich will die Verfolgung, die Diskriminierung der Menschen auf dem Balkan kann und darf nicht leichter wiegen als die eines Menschen aus einem anderen Land. Wir können uns nicht noch einmal schuldig machen an den Roma dort und an den Sinti und Roma hier. Und die Ehrlichkeit gebietet es, finde ich, das auch auszusprechen. Wer keine Schule besuchen kann, wer keine Aussicht hat, jemals einen Beruf zu ergreifen, wer von Anfeindung und Gewalt zu tun hat, und zwar deswegen, weil es seine Herkunft ist, deswegen, weil er zu einer bestimmten Gruppe gehört. Von dem kann man nicht sagen, dass er in einem sicheren Land lebt, meine Damen und Herren. Und die Not solcher Menschen auszuspielen gegen die Not anderer, das ist auch geschichtsvergessen. Und wenn Sie hinschauen würden, und bitte mal ohne Populismus, dann würden Sie sehen, dass die Anzahl der Menschen, um die es hier geht, mitnichten irgendeine Erleichterung bringen würde, wenn sie denn nicht hier wären. Nehmen Sie die Situation der Roma in den Balkanstaaten endlich ernst als das, was sie oft genug ist, ein Grund zu fliehen, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen auch, für die Flüchtlinge, die aus dem Irak, aus Syrien, aus Afrika kommen, ist es elementar, dass sie hier arbeiten dürfen. Und das ist übrigens auch gut für die Kommunen und für die Unternehmen. Und es wäre besser und menschlicher und angemessener, wenn Menschen, die vor Krieg fliehen mussten, die aber gestern noch ganz normal gelebt haben, so wie wir, mit Wohnzimmer und Küche und einem kleinen Auto vor der Tür und zwei Kindern, wenn sie endlich eine ausreichende, eine menschenwürdige medizinische Versorgung bekämen. Und wo Sie doch so gern von Bürokratieabbau reden. Das Asylbewerberleistungsgesetz ist diskriminierend und bleibt es. Aber es ist auch eine riesige bürokratische Krake, und Sie können noch so viele Leute anstellen, Sie könnten viel mehr erreichen, wenn dieser Quatsch endlich abgeschafft würde, meine Damen und Herren. Und deswegen sage ich Ihnen klar, legen Sie ein Verhandlungsangebot vor, aber nicht darüber, wie wir die einen gegen die anderen ausspielen,
sondern wir reden darüber, wie das geht, in einem Land, dem es gut geht, Flüchtlingen eine Heimat zu geben, weil ihre verloren ist. Das ging nach dem Zweiten Weltkrieg und meine Großmutter konnte davon erzählen. Sie sollten nicht riskieren, dass ihre Enkel irgendwann mal fragen, warum habt ihr diesen Menschen nicht geholfen? Ja, das ist anstrengend. Und ich biete Ihnen auch ausdrücklich an, dass wir diese Anstrengung gemeinsam tragen. Wenn wir den Grundsatz nicht verlassen, dass Asylrecht Grundrecht ist, dass es nicht Flüchtlinge verschiedener Kategorien gibt, sondern dass alle Menschen Menschen sind, wie du und ich, und diese Menschen in großer Not. Es geht um Haltung und es geht um Hilfe. Es braucht Geld, es wird Fantasie brauchen, Hilfsbereitschaft ist schon da und ich bin den Menschen außerordentlich dankbar dafür. Es wird Kompromisse brauchen, auch das, zum Beispiel bei der Art der Unterbringung. Was wir nicht brauchen, ist, dass wir jetzt wieder den Stammtisch bedienen, die Extremrechten und auch die von der angeblichen Alternative. Das können wir gemeinsam schaffen, wenn Sie wirklich wollen, meine Damen und Herren. Natürlich kann man an einem solchen Tag auch nicht schweigen über die Bekämpfung des politischen Islamismus. 10 Jahre hat die Bundesregierung vor allem auf eines gesetzt, auf Repression. Strafrechtsverschärfung und Überwachung sind aber zu wenig, wir wissen es alle. Es reicht jetzt offensichtlich, dass sich ein paar junge Männer Warnwesten anziehen, durch die Wuppertaler Innenstadt ziehen und sich gerade noch so verhalten, dass es keine Volksverhetzung oder Nötigung ist. Und schon ist ihr Ansatz ad absurdum geführt. Sie gehen denen doch auf den Leim. Dieser PR-Trick hat wunderbar funktioniert. Diese angebliche Moschee der islamistischen Westenträger aus Wuppertal ist voll. Und das ist die Gefahr. Und wir sind im Zweifelsfall mit unserer Art, Sie sind mit Ihrer Art gescheitert. Dabei könnten Sie ja wissen, wie man Extremismus richtig bekämpft. Mit Prävention, mit Vorbeugung. Aber genau darum geht es eben nicht. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Aufklärung an Schulen, vor allem im Islamunterricht. Wir brauchen Beratung von Familien. Ich meine, es ist doch irre, dass heute den Eltern, die das Verhalten ihrer Kinder häufig genug missbilligen, nur eine Hotline beim Verfassungsschutz zur Verfügung haben, also bei der Institution, die bei der NSU-Mordserie komplett versagt hat. Professionell geht da wirklich anders in der Prävention, meine Damen und Herren. Und ja, es braucht auch ein wirksames Aussteigerprogramm. Meine Damen und Herren, von der ISIS, ihrer einfachen Ideologie und ihrer aufwendigen Medienstrategie geht für eine Minderheit junger Menschen eine gefährliche Faszination aus. Eine Faszination, der man nicht mit Strafandrohungen begegnen kann. Hier muss die Bundesregierung ansetzen. Aber ich sage ganz klar, dazu gehören auch die Verbände, dazu gehören auch die Gemeinden. Das wird nicht ohne die Zivilgesellschaft gehen. Meine Damen und Herren, die Erwartungen an gutes Leben in unserem Land haben sich geändert. Und das gilt besonders dann, wenn es um Gesundheit geht und wenn es ums Essen geht. Deswegen sage ich, wir brauchen dringend eine andere Strategie in unserer Landwirtschaft. Eigentlich sind Sie ja immer gerne die Heimatpartei. Mit Ihrer Landwirtschaftspolitik zerstören Sie die Heimat allerdings. Sie haben in den vergangenen Jahren die deutsche Landwirtschaft komplett versucht, auf Industrialisierung und Export zu drillen, statt auf regionale Strukturen, statt auf die Betriebe, die anständig produzieren. Na klar, ich liebe Thüringer Bratwurst. Aber ich will mir doch dabei nicht vorstellen müssen, dass dem Schwein der Schwanz abgeschnitten wurde. Ich will mir nicht vorstellen müssen, dass die hunderte Kilometer durchs Land gefahren wurden. Und ich will mir übrigens auch nicht vorstellen müssen, dass ich gleich noch Antibiotika mitesse, obwohl weder das Schwein noch ich gerade krank sind, meine Damen und Herren. Und deswegen sage ich ganz klar, es muss Schluss sein mit dieser Art der industriellen Massentierhaltung. Es muss Schluss sein mit dieser Art von Produktion. Der Fleischkonsum ist gesunken und nicht gestiegen. Und dass über ein Drittel der Rindertransporte in Deutschland inzwischen beanstandet wird, zeigt, wo wir sind. Sie haben dafür gesorgt, dass aus Brüssel ein Drittel der Fördermittel an gerade mal 2% der Unternehmen geht. Das ist absurd und das ist falsch, meine Damen und Herren. Dieser Haushalt ist ein Selbstzweck. Er ist mehr eine PR-Aktion. Vielleicht entspricht er ja irgendwelchen Umfragen, die Sie da in Auftrag gegeben haben, in der vergangenen Wahlperiode für 11 Milliarden Euro. Jetzt ist dieser große Vertuschungsballon gekappt.
Ich meine, da waren Sie mit dem Datenschutz ziemlich klar an dieser Stelle. Ja? Ich bin sehr froh, dass Malte Spitz da entsprechende Hartnäckigkeit an den Tag gelegt hat und mal gezeigt hat, was Sie alles abfragen. Ehrlich gesagt, das ist schon ziemlich krass. Ich meine, in der Schule geht es den Schülern darum, wie viele Freunde sie bei Facebook haben. Sie machen ein Ranking der Bundesminister und fragen das bei der Bevölkerung ab. Kriegt man dann eigentlich Bonuspunkte oder hat man mal ein Gesetz frei in Ihrem Kabinett, wenn man da gewonnen hat? Das finde ich wirklich eine Frage. Wer so arbeitet, meine Damen und Herren, und wer so regiert, dem geht es vor allem um sich selbst, und so ist der Haushalt. Es ist ein Haushalt ohne Gestaltungswillen, ohne Zukunftswillen. Es ist ein Haushalt auf Kredit bei der Zukunft, meine Damen und Herren. Und ich kann Ihnen nur sagen, ändern Sie das, wenn Sie noch mal das Wort Generationengerechtigkeit hier sagen wollen. Soweit Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Ihr Rundumschlag, Ihre Kritik hier an der Rede der Bundeskanzlerin anlässlich der Aussprache zum Bundeskanzleretat in dieser Generaldebatte. Ihr Antworten wird jetzt für eine der Regierungsfraktionen, Thomas Oppermann, auch er ist Fraktionsvorsitzender, nämlich der SPD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Waffenstillstand, der am vergangenen Freitag für die Südostukraine vereinbart worden ist, ist zwar immer noch brüchig, aber wenn es gelingen sollte, diese Feuerpause dauerhaft zu stabilisieren, dann wäre das nicht nur eine Chance für eine politische Lösung, sondern es wäre vor allem auch ein Ende für das unerträgliche Leid der Zivilbevölkerung. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass es bei dieser Feuerpause bleibt. Und ich möchte mich bei der Bundeskanzlerin und bei dem Bundesaußenminister bedanken dafür, dass sie wochen- und monatelang unermüdlich immer wieder auf direkte Gespräche hingearbeitet haben und auch auf diese Feuerpause hingearbeitet haben. Das ist immer die Voraussetzung für politische Lösungen. Und ich habe gerade eine Agenturmeldung gelesen, wonach Präsident Poroschenko berichtet, dass 70% der russischen Streitkräfte aus dem Gebiet der Ukraine abgezogen seien. Wenn diese Meldung zutreffen sollte, dann wäre das sicher eine Bewegung in die richtige Richtung. Dass dieser Waffenstillstand zustande kam, hat auch damit zu tun, dass der NATO-Gipfel der vergangenen Woche eine entschiedene, aber maßvolle Antwort auf die Situation in der Ukraine gefunden hat. Alle 28 NATO-Mitglieder haben bekräftigt, dass sie füreinander einstehen. Jedes einzelne NATO-Land kann nur in Sicherheit leben, wenn alle anderen NATO-Länder auch in Sicherheit leben. Die Europäische Union und die NATO stehen fest zusammen. Und das, glaube ich, war eine gute Botschaft für unsere östlichen NATO-Partnerländer. Jeder, der heute Morgen die bewegende Rede von Präsident Komorowski gehört hat, kann nachvollziehen, dass die Polen und die Balten in großer Sorge sind. Und ich muss sagen, andere haben jahrzehntelang für uns Deutsche Verantwortung für unsere Sicherheit übernommen. Und dann ist es ganz selbstverständlich, dass wir jetzt auch Verantwortung für andere übernehmen, meine Damen und Herren. Aber es war auch richtig, maßvoll zu handeln, an der NATO-Russland-Grundakte festzuhalten und keine NATO-Kampftruppen in Osteuropa dauerhaft zu stationieren. Zwar hat Putin den Geist dieser Vereinbarung gebrochen, aber in einer Zeit, in der wir auf die Einhaltung des Völkerrechts, auf die Einhaltung bestehender Verträge dringen, ist es nicht klug, selbst bestehende Verträge aufzukündigen. Stattdessen hat die EU weitere Sanktionen beschlossen oder vorbereitet, die bei Bedarf in Kraft treten können. Und die russische Entscheidungselite und auch die russische Wirtschaft empfindlich treffen und, soweit sie noch umgesetzt werden müssen, empfindlich treffen können. Es ist gut, dass es dabei immer eine offene Tür gibt für Russland. Manche halten diese Maßnahmen
nicht für ausreichend und fordern härtere Maßnahmen. Ich warne davor, die Wirkungen der Sanktionen kleinzureden und diplomatische Mittel zur Lösung der Krise verächtlich darzustellen, wie das teilweise gemacht wird, meine Damen und Herren. Diesen Stimmen sollten wir nicht nachgeben, denn dieser Konflikt kann, und das hat auch eine große Einigkeit in der NATO so gezeigt, nicht mit militärischen Mitteln gelöst werden. Wir sollten uns nicht dazu hinreißen lassen, aufzuhören, miteinander zu reden, und wir sollten nichts tun, was dazu führt, dass nicht mehr miteinander geredet werden kann. Meine Damen und Herren, der Oppositionsführer Gregor Gysi hat heute eine bemerkenswerte Rede gehalten. Lieber Herr Gysi, diese Rede hatte einen roten Faden und einen einzigen Tenor. Die Bundesregierung macht alles falsch und Herr Gysi hat immer recht. Sie haben nur am Ende Ihrer Rede einen kleinen Fehler gemacht, als Sie gesagt haben, ich will nicht rechthaberisch sein. Mit diesem Satz haben Sie sich nämlich vom gesamten Inhalt Ihrer vorherigen Rede selbst distanziert. Und wenn Sie sich hier hinstellen, und sagen, Sie hätten recht gehabt beim Mindestlohn und sich dafür rühmen, dann kann ich Ihnen sagen, wo waren Sie denn, als wir vor 2 Monaten über den Mindestlohn abgestimmt haben? Sie haben dem Mindestlohn nicht zugestimmt. Wenn alle sich so verhalten hätten wie die Linke, dann gäbe es heute keinen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro in Deutschland. So, das ist die Wahrheit. Und Sie haben hier auch einiges über TTIP erzählt. Manches davon haben Sie aufgegriffen aus aktuellen Debatten, aber einiges war auch Unfug. Ich will Ihnen mal sagen, was das Freihandelsabkommen für Maßstäbe erfüllen muss. Kollege Oppermann, gestatten Sie vorher eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Matthias W. Birkwald? Ja, gern. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Fraktionsvorsitzender, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben eben eine Bemerkung zum gesetzlichen Mindestlohn gemacht und kritisiert, dass Gregor Gysi darauf hingewiesen hat, dass es ohne die Linke den Mindestlohn heute nicht gäbe. Ich will Sie noch mal darüber in Kenntnis setzen, dass es einen Bundesparteitag der SPD gab, auf dem die heutige Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles, für einen Mindestlohn als Position der SPD geworben hat. Und es Franz Müntefering war, der geredet hat und dem Parteitag empfohlen hat, diesen Vorschlag abzulehnen. Das Ganze zu einem Zeitpunkt, als die Linke schon längst für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland gekämpft hat. Wir haben damit in unserer Partei 1995 begonnen, damals auch in der eigenen Partei Schwierigkeiten gehabt. Ab dem Jahr 2000 hat unsere Vorgängerpartei PDS eine Kampagne für den gesetzlichen Mindestlohn gemacht. Im Jahr 2002 hat die Linke den ersten Antrag für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn in den Bundestag eingebracht. Die SPD hat damals immer Nein gesagt. Damit wir uns nicht missverstehen, ich freue mich sehr, dass heute SPD, sogar CDU, CSU und einige wenige Kollegen, die in diesem Haus jetzt nicht mehr vertreten sind, sämtliche Gewerkschaften dafür sind. Aber zur Wahrheit gehört schon dazu, wer begonnen hat, dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Und ich frage Sie, ob Sie bereit sind, das anzuerkennen. Lieber Herr Kollege, wenn Sie sich wirklich freuen würden, dass es heute einen gesetzlichen Mindestlohn gibt, dann hätten Sie vor 2 Monaten mit Ja stimmen müssen und nicht mit Enthalten. Und wenn Sie zweitens an der historischen Wahrheit interessiert sind, dann müssen Sie die Debatte über den Mindestlohn in Deutschland auch korrekt darstellen. Zur Wahrheit gehört nämlich, dass vor 2005, als das die SPD in ihr Wahlprogramm aufgenommen hatte, es in den Gewerkschaften eine heftige Kontroverse über diese Frage gab.
und dass mehrere DGB-Gewerkschaften die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns abgelehnt haben. Das war eine offene Debatte. Und an dieser Debatte haben wir teilgenommen und daraus die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Und am Ende ist entscheidend, dass wir den Mindestlohn umgesetzt haben. Und Sie haben dabei gefehlt. Das war ein historischer Fehler, den Sie da gemacht haben. Herr Gysi, noch ein Wort zu TTIP. Damit haben Sie sich ja auch ausführlich beschäftigt. Ich kann Ihnen sagen, es wird kein Freihandelsabkommen geben, das die Rechte des demokratischen Gesetzgebers, verfassungskonforme Gesetze zu erlassen, in irgendeiner Weise beeinträchtigt. Ich sage Ihnen, es gibt nur Freihandelsabkommen, bei denen jeder Investor in Deutschland die gesetzlichen Regeln, die verfassungsgemäßen gesetzlichen Regeln voll zu beachten und zu respektieren hat. Etwas anderes kann es gar nicht geben, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist gut. Wir hatten im Juli einen Ausfuhrrekord über 100 Milliarden Euro. Die Zahl der Beschäftigten steigt weiter. Und wegen kräftiger Lohnabschlüsse haben wir auch eine starke Binnennachfrage. Aber der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine wird, wenn er nicht beigelegt wird, auch an unserer Wirtschaft nicht spurlos vorübergehen. Es gibt Unsicherheit über Investitionsentscheidungen, die aufgeschoben werden. Und wir haben im August gesehen, dass das Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr 2014 etwas schwächer ausgefallen ist. Die Entwicklung zeigt, wirtschaftlicher Erfolg kommt nicht von selbst. Wir müssen aktiv dafür arbeiten, dass die wirtschaftliche Stärke Deutschlands erhalten bleibt. Ausdruck dieser wirtschaftlichen Stärke ist, dass wir diesen Haushalt verabschieden können. Zum ersten Mal seit 46 Jahren ein Haushalt ohne neue Schulden. Das ist eine historische Zäsur. 46 Jahre lang haben wir immer nur neue Schulden aufgetürmt. Jetzt schaffen wir einen ausgeglichenen Haushalt. In Spitzenzeiten hatten wir eine Zinsbelastung von 40 Milliarden Euro. Das hat die Handlungsfähigkeit unseres demokratischen Gemeinwesens drastisch eingeschränkt. Nur ein Staat, der finanziellen Spielraum hat, kann investieren, kann gestalten und kann für sozialen Ausgleich sorgen, meine Damen und Herren. Deshalb ist es gut, dass wir jetzt einen ausgeglichenen Haushalt haben. Und das ist auch eine gute Botschaft an die jungen Menschen in diesem Land. Wir wollen keine Politik zu Lasten der künftigen Generationen mehr machen, meine Damen und Herren. Aber der Haushalt enthält auch andere Botschaften. Wir entlasten die Länder beim BAföG, dass sie mehr in Bildung investieren können. Wir entlasten die Kommunen um eine weitere Milliarde Euro jährlich im Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz. Mit der Entlastung der Kommunen bei der Grundsicherung sind das jetzt 5,5 Milliarden Euro Entlastung. Wir investieren 6 Milliarden Euro in dieser Wahlperiode in Forschung und Entwicklung. Und wir investieren in den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur insgesamt 5 Milliarden Euro in dieser Wahlperiode. Das alles sind richtige Schritte in die richtige Richtung, aber sie reichen nicht aus, um die gewaltigen Investitionsprobleme in diesem Lande zu lösen. Der Investitionsstau, meine Damen und Herren, ist leider keine Erfindung der Medien, sondern ein real existierendes Problem unserer Volkswirtschaft. Im Bereich der öffentlichen Infrastruktur investiert Deutschland 0,8% des Bruttoinlandsproduktes, also 20 Milliarden Euro pro Jahr weniger als der Durchschnitt der OECD-Länder. Und die getätigten Investitionen reichen nicht aus, um das abzudecken, was jährlich durch Verschleiß verloren geht. Mit anderen Worten, wir leben von der Substanz. Allein im Verkehrsbereich müssten in Deutschland nach den unbestrittenen Feststellungen
der Bodewig-Kommission 7 Milliarden Euro im Jahr mehr investiert werden, um die Substanz zu erhalten. Davon sind wir trotz aller Anstrengungen noch weit entfernt. Deshalb müssen wir uns jetzt vor allem auf zwei Dinge konzentrieren. Erstens, wir dürfen die Mautdebatte nicht auf die Pkw-Maut verengen, sondern wir müssen vor allem für eine schnelle Ausweitung der Lkw-Maut auf unseren Bundesstraßen sorgen, meine Damen und Herren. Das Geld, das wir einnehmen, muss dann dort investiert werden, wo es am dringendsten benötigt wird, in die großen überregionalen Engpassstellen unseres Verkehrsnetzes. Wir brauchen eine klare Prioritätensetzung, und das muss sich auch in der Investitionsplanung der Bundesregierung widerspiegeln. Und zweitens müssen wir kreative Wege und Möglichkeiten suchen, wie das in Deutschland reichlich vorhandene private Kapital stärker in den Ausbau der Infrastruktur investiert werden kann, statt in spekulativen und hochriskanten Anlagen im Ausland verbrannt zu werden. Dabei will ich ganz klar sagen, Autobahnen und Schienenwege sind und bleiben öffentliches Eigentum. Herr Gysi, Sie haben keine Chance, eine Straße zu kaufen und sie Gregor-Gysi-Straße zu nennen. Und wenn das doch noch passieren sollte, müssten Sie sich die historischen Verdienste dafür noch erwerben. Auch öffentlich-private Partnerschaften sind nur sinnvoll, wenn sie eindeutig wirtschaftlicher, günstiger sind als staatliche Maßnahmen. Das haben wir im Koalitionsvertrag so vereinbart, und das werden wir natürlich auch genauso umsetzen. Nicht der Kollege Gysi, aber der Kollege hinter Ihnen würde gerne eine Frage stellen oder eine Bemerkung machen. Herr Oppermann, vielen Dank für die Möglichkeit nachzufragen, weil sich doch ein Widerspruch auftut bei der Behandlung der Frage ÖPP bei den Verkehrsinfrastrukturprojekten. Sie haben ja als niedersächsischer Abgeordneter massiv dagegen gewettert, als Verkehrsminister Dobrindt die Landesregierung angewiesen hat, die A1 auf jeden Fall privat auf den Weg zu bringen. Das gilt offenbar heute nicht mehr so. Sie wehren sich dagegen zu sagen, wir müssen mehr private Investitionen haben. Nein, wehren sich nicht dagegen, sondern sagen, es muss aber ganz genau nachgeprüft werden, dass es wirtschaftlicher ist. Es sind bereits einige Projekte im Verkehrsetat 2014 drin. Es sind weitere neun im Verkehrsetat 2015 drin. Sie sagen, es geht nur, wenn diese Projekte auch wirtschaftlich sind. Ist es aus Ihrer Sicht gewährleistet, dass alle, die jetzt im Bundeshaushalt im Einzelplan 12 vorhandenen Projekte wirklich wirtschaftlicher sind und deshalb privat finanziert werden sollen? Ich hatte ja die Antwort schon gegeben, bevor Sie die Frage gestellt hatten. Es muss in jedem Fall der Nachweis erbracht werden, dass diese Projekte wirtschaftlicher sind. Sonst sollten sie so nicht finanziert werden. Denn es macht keinen Sinn, die Steuerzahler zu belasten mit teuren privatwirtschaftlichen Projekten. Die müssen effizient und kostengünstig sein. Das ist die Maxime, die wir haben. Und die finde ich übrigens auch richtig. Ein gutes Beispiel für einen kreativen neuen Weg sind die Lebensversicherungen. Die Lebensversicherungen benötigen sichere Anlagen mit sicherer Rendite. Das waren lange immer die Staatsanleihen. Die fallen wegen der niedrigen Zinsen weitgehend aus. Und da kommen die Versicherer zu uns und sagen, wir würden gern mehr in Infrastruktur und erneuerbare Energien investieren, aber die Rechtslage erlaubt das nicht. Das müssen wir schnellstens ändern. Das Bundeskabinett hat einen Entwurf zur Neufassung des Versicherungsaufsichtsgesetzes auf den Weg gebracht. Damit bekommen Versicherungen die Möglichkeit, in größerem Maße in erneuerbare Energien, in Stromleitungen und in den Breitbandausbau zu investieren. Das ist überfällig. Das werden wir mit Nachdruck unterstützen. Aber auch das ist nur ein erster Schritt. Deshalb freue ich mich, dass Wirtschaftsminister Gabriel mit der Wirtschaft ins Gespräch gekommen ist, um eine Investitionsoffensive für unser Land auf den Weg zu bringen. Investitionen, meine Damen und Herren, sind kein Feld für ideologische Auseinandersetzungen. Sie sind zentraler Bestandteil unserer Verantwortung gegenüber künftigen Generationen, und der müssen wir gerecht werden. Der zweite Engpass neben der Infrastruktur sind die Fachkräfte.
Bis 2025 stehen dem Arbeitsmarkt 6 Millionen Erwerbspersonen weniger zur Verfügung, also innerhalb eines Zeitraumes von 10, 11 Jahren. Gleichzeitig verlassen jedes Jahr immer noch 50.000 junge Menschen das deutsche Schulsystem, ohne einen Abschluss zu haben. Und jedes Jahr brechen 25% der Jugendlichen ihre Ausbildung ab. Im Ergebnis haben dadurch 1,5 Millionen junge Menschen zwischen 25 und 35 keine abgeschlossene Berufsausbildung. Und das ist nicht nur ökonomisch ein ganz großer Missstand. Es kann uns auch menschlich nicht kalt lassen, dass junge Menschen ohne Perspektive sind, sich als moderne Tagelöhner durchschlagen müssen und schon in jungen Jahren Hartz IV bekommen. Wir müssen dringend etwas an diesem Zustand ändern, meine Damen und Herren. Im Augenblick leben wir von der Einwanderung, um unseren Fachkräftemangel auszugleichen. Aber das wird auf Dauer nicht reichen. Wir müssen mehr Anstrengungen unternehmen, um diese Menschen durch Nachqualifizierung in den Arbeitsmarkt zu bringen. Genau das soll die Allianz für Weiterbildung, für Aus- und Weiterbildung und die Allianz für Fachkräfte in der Bundesregierung mit Wirtschaft und Sozialpartnern erreichen. Wer seine erste Chance verpasst und aus dem Bildungssystem herausfällt, dem müssen wir eine zweite und wenn es sein muss, müssen wir dem auch eine dritte Chance geben, meine Damen und Herren. Aber nicht nur diejenigen, die ihren Abschluss schaffen, dürfen die weiteren Bildungschancen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Deshalb wird es 2016 eine kräftige BAföG-Erhöhung geben. Wir erhöhen aber auch die Freibeträge um 7%, mit der Wirkung, dass zusätzlich 100.000 Studierende aus den Mittelschichten vom BAföG gefördert werden können. Wir haben uns mit den Ländern darauf geeinigt, dass der Bund ab 2015 allein die Ausgaben für das BAföG übernimmt. Das ist ein großer Schritt nach vorn, denn dadurch können die Länder Milliarden in den Ausbau von Kitaschulen und Hochschulen stecken. Und was ganz wichtig ist, künftige BAföG-Erhöhungen sind nicht mehr von der Kassenlage der Länder abhängig, meine Damen und Herren. Diese Koalition hat sich vorgenommen, dass Frauen und Männer gleiche Rechte und gleiche Chancen bekommen. Und es kann nicht sinnvoll sein, wenn fast 50% der Studierenden weiblich sind, bei den Führungskräften nur noch 30% und bei den Vorstandspositionen nur noch 4%. Das ist eine Schwundquote, meine Damen und Herren, die mit dem Leistungsprinzip nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Natürlich sind das immer noch tradierte Rollenbilder und Arbeitsteilungen, die Frauen den Weg in eine erfolgreiche Berufstätigkeit verbauen. Aber wir merken, dass eine Änderung des Status quo immer auch eine Machtfrage ist. Manche Dinge bewegen sich eben nur, wenn man Druck ausübt, zum Beispiel für die Gleichberechtigung in deutschen Aufsichtsräten oder Großkonzernen. Deshalb brauchen wir eben nicht nur freiwillige Vereinbarungen. Wir brauchen Regeln und Mechanismen wie die Frauenquote und ein Entgeltgleichheitsgesetz, um diese Machtstrukturen aufzubrechen. Und deshalb sage ich ganz klar, meine Damen und Herren, die Frauenquote muss kommen. Aber viele Familien in diesem Land beklagen sich eben auch über die enormen Schwierigkeiten des Alltages. Es gibt nicht genügend Kita-Plätze von hoher Qualität. Sie finden keine Ganztagsschule für ihre Kinder. Sie wollen ihre Angehörigen zu Hause pflegen. Und es ist ein Himmelfahrtskommando beim Arbeitgeber, um Teilzeit nachzufragen. Unsere Arbeitsministerin Andrea Nahles nennt das den ganz normalen Wahnsinn der Familien. Wir wollen, dass die Familien mehr Unterstützung und mehr Freiheit bekommen, ihre Zeit nach ihren eigenen Vorstellungen einzuteilen, meine Damen und Herren. Dazu werden wir mit Elterngeld Plus und dem Familienpflegezeitgesetz
zwei ganz wichtige Initiativen der Koalition im Parlament beraten. Und auch wenn es darüber im Koalitionsvertrag, lieber Volker, keine Einigung gegeben hat, finde ich den Vorschlag von Manuela Schwesig, eine Familienarbeitszeit einzuführen, hochinteressant. Denn das ist eine Idee, mit der am Ende, das sagen uns die Vertreter der Wirtschaft, sogar die Gesamtarbeitszeit von Männern und Frauen erhöht werden kann und sie trotzdem mehr Zeit für die Familie haben. Vielleicht sollten wir darüber noch mal nachdenken. Es hilft den Menschen, ihre eigene Zeit nach ihren eigenen Vorstellungen aufzuteilen, um Beruf, Kinder, Pflege und Freizeit unter einen Hut zu bringen. Lassen Sie uns darüber nachdenken, wie wir Ihnen dieses Stück Freiheit wieder zurückgeben können. Die Situation der Flüchtlinge. Krieg und Terror führen dazu, dass immer mehr Flüchtlinge Schutz in Deutschland suchen. In diesem Jahr rechnen wir mit über 200.000 Asylbewerbern, und es ist nicht absehbar, dass es im nächsten Jahr weniger werden. Und ich sage, es ist unsere gemeinsame Aufgabe, die Aufgabe aller Fraktionen in diesem Hause, diese Flüchtlinge in Deutschland so aufzunehmen und unterzubringen, dass sie nicht zum Angriffsobjekt für rechtsextreme Gruppen werden, meine Damen und Herren. Und dabei dürfen wir die Kommunen nicht alleine lassen. Deutschland nimmt zurzeit die meisten Flüchtlinge in der Europäischen Union auf. 30% aller Flüchtlinge, die nach Europa kommen. Aber alle anderen Länder müssen sich dieser Verantwortung auch stellen. Wir wollen ein europäisches Flüchtlingskonzept, Herr Innenminister, und wir unterstützen Sie in der Forderung, dass die große Zahl der Flüchtlinge unter allen Mitgliedsländern in der Europäischen Union fair verteilt werden muss. Jeder muss dabei mitmachen. Keiner kann sich dieser Aufgabe entziehen. Dabei haben Sie unsere Unterstützung. Und wenn wir am Ende sehen, dass wir nicht allen Flüchtlingen helfen können in Deutschland, dann müssen wir uns doch auf die konzentrieren, die am stärksten von Krieg, Verfolgung und Vertreibung betroffen sind. Mit anderen Worten, wir müssen doch dort helfen, wo die Not am größten ist. Und das setzt voraus, dass wir, liebe Kollegen und Kolleginnen von den Grünen, dass wir Prioritäten setzen, wenn wir es gut machen wollen. Und wir müssen es gut machen. Und deshalb appelliere ich an Sie, das Gesetz im Bundesrat, das Gesetz über sichere Herkunftsstaaten nicht aufzuhalten, sondern passieren zu lassen. Dieses Gesetz gibt übrigens den Asylbewerbern, das beendet das 9-monatige Arbeitsverbot für Asylbewerber und gibt ihnen die Möglichkeit, schon nach 3 Monaten zu arbeiten. Und ich sage Ihnen, der beste Schutz vor Diskriminierung ist es, wenn Flüchtlinge schon früh eine Arbeit aufnehmen können und ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen können. Kollege Oppermann, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Volker Beck? Ja. Vielen Dank, Herr Oppermann. Würden Sie der Einschätzung von Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband zustimmen, dass man die Rechte für Flüchtlinge, also wie das die Frage der Regelung Zugang zum Arbeitsmarkt, nicht gegen das Asylgrundrecht bei den sicheren Herkunftsstaaten ausspielen sollte, sondern dass man die Fragen unabhängig voneinander betrachten muss. Man kann doch nicht die Rechte, eine Verbesserung der Menschen, die hier sind, damit erkaufen, dass man anderen Rechte abschneidet. Entweder sind diese Herkunftsstaaten sicher, ich glaube das nicht, das gilt zumindest nicht für Roma und Homosexuelle in diesen Ländern, aber wenn sie sicher sind, dann kann man das so regeln, dann muss man das nicht verbinden mit einer anderen Frage. Das klingt so ein bisschen nach Zuckerbrot und Peitsche. Und wenn Sie den Arbeitszugang für Flüchtlinge, für die Integration für so wichtig halten, wie Sie sagen, und diese Einschätzung teile ich, dann verstehe ich nicht, warum man die Frist nur verkürzt, aber an der Vorrangprüfung, an der die meisten, die grundsätzlich arbeiten dürfen,
tatsächlich beim Zugang zum Arbeitsmarkt scheitern, nicht dann auch gleichzeitig beseitigt? Also die Vorrangprüfung für, beim Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge, das heißt, dass man vorher guckt, ob ein Deutscher oder EU-Bürger für diese Stelle in Frage kommt und erst wenn man da keinen findet, dann kann der Unternehmer den Flüchtling einstellen, führt faktisch dazu, unabhängig von den Fristen, dass Flüchtlinge mit Arbeitserlaubnis faktisch nicht arbeiten. Und diese Regelung muss weg, wenn wir tatsächlich hier die Flüchtlinge willkommen heißen wollen und dafür sorgen wollen, dass deren Leben hier in Deutschland nach der Aufnahme neu beginnen kann. Lieber Kollege Beck, wir haben doch deutlich gemacht, Volker Kauder und ich haben doch deutlich gemacht, dass wir über diese Dinge miteinander reden können. Selbstverständlich, sag mal, haben wir doch in vielen Situationen, läuft doch die Vorrangprüfung vollständig ins Leere, weil die Unternehmen überhaupt keine Arbeitnehmer mehr auf dem Arbeitsmarkt bekommen, weil es in vielen Regionen in Deutschland Vollbeschäftigung gibt. Selbstverständlich können wir darüber reden. Aber ich wende mich entschieden dagegen, dass wir hier mit Zuckerbrot und Peitsche arbeiten. Ich glaube, es ist eine Frage der Verantwortung. Es ist eine Frage der Verantwortung, ob man in einer solchen Situation, wir hatten im letzten Jahr knapp 40.000 Flüchtlinge aus den Westbalkanländern, ob man in einer solchen Situation, wo jetzt den Flüchtlingen aus Syrien, aus dem Nordirak, aus Afrika dringend geholfen werden muss, ob es da richtig, politisch richtig ist, dass wir 40.000 Menschen durch ein Asylverfahren laufen lassen, wo die Anerkennungsquote unter 1% liegt. Ich sage ganz deutlich, diese Westbalkanländer, da gibt es in der Regel keine politische Verfolgung. Und wenn es sie gäbe, müsste es sofort beendet werden, denn diese Länder wollen alle Mitglied der Europäischen Union werden. Dann können Sie doch nicht mit politischer Verfolgung argumentieren. Das kann doch nicht richtig sein. Was derzeit in vielen Großstädten, Ballungszentren, aber auch in vielen kleinen Universitätsstädten passiert, macht uns große Sorgen. Wer eine größere Wohnung braucht, hat häufig keine Chance, eine neue Wohnung im angestammten Umfeld zu finden. Es kommt vermehrt zu Zwangsräumungen, weil Menschen Mieterhöhungen nicht zahlen können. Und Investoren entmieten systematisch Häuser, weil sie wissen, dass bei einem Mieterwechsel die Miete verdoppelt werden kann. Die soziale Verdrängung, die hier stattfindet, meine Damen und Herren, die darf so nicht weitergehen. Wir haben im Koalitionsvertrag eine Mietpreisbremse vereinbart. Wir müssen dafür sorgen, dass auch in den angesagten Wohnquartieren der Städte es auch in Zukunft noch sozial gemischte Wohnbevölkerung gibt. Und deshalb sage ich ganz klar, die Mietpreisbremse muss kommen. Das Wohnen in großstädtischen Quartieren muss auch für Menschen möglich sein, die nur ein normales Einkommen zur Verfügung haben. Und zum Schluss noch eine Bemerkung zu einer politischen Frage, die uns seit der Landtagswahl in Sachsen beschäftigt. Zum zweiten Mal in 6 Jahrzehnten haben wir erlebt, dass in Deutschland weniger als 50% der Menschen, der Wahlberechtigten bei einer Landtagswahl wählen gegangen sind. Und ich finde, da dürfen wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Denn je niedriger die Wahlbeteiligung bei einer Landtags- oder Bundestagswahl ist, umso höher ist hinterher der Einfluss extremistischer Parteien, meine Damen und Herren. Und deshalb sage ich an dieser Stelle ganz klar, wer Landtagswahlen in die Sommerferien verlegt, der stärkt das Desinteresse an Politik und macht es Menschen leicht, sich aus der Demokratie zu verabschieden. Ich finde, dass wir 25 Jahre nach dem Mauerfall es nicht hinnehmen dürfen, dass sich immer mehr Menschen in Deutschland von der Demokratie abwenden. Das müssen wir stoppen. Und deshalb regen wir an, dass alle Fraktionen in dieser Frage zusammenarbeiten in einem Bündnis zur Steigerung der Wahlbeteiligung. Ich finde, das ist etwas, was wir gut zusammen machen können. Wir jedenfalls sind dazu bereit. Vielen Dank.
Thomas Oppermann war das, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Nach ihm jetzt Volker Kauder. Auch er ist Vorsitzender einer der großen Fraktionen, die diese große Koalition tragen, nämlich der CDU-CSU. Für die CDU-CSU-Fraktion spricht der Kollege Volker Kauder. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Der Mittwoch in einer Haushaltswoche, der Etat der Bundeskanzlerin, dient immer dazu, sich mit den Schwerpunkten, den großen Herausforderungen der deutschen Politik auseinanderzusetzen und sie darzustellen. Das heißt nicht, dass wir die vielen innenpolitischen Fragen nicht ernst nehmen. Aber dafür haben wir ja auch die Diskussionen zu den Einzelplänen. Und deswegen finde ich schon, sollten wir heute Morgen auch im Hinblick auf das, was die Bundeskanzlerin gesagt hat, uns mit den großen Herausforderungen beschäftigen, mal anschauen, welche Antworten da von uns gefragt sind. Und da ist natürlich die große Herausforderung, mit der wir bei Abschluss der Koalition nicht gerechnet haben und nicht rechnen konnten, die neue Situation in der Welt und vor allem die neue Situation auch in Europa. Und ich war schon beeindruckt heute Morgen von der Rede des polnischen Staatspräsidenten, der in einer Klarheit über die Herausforderungen und die Notwendigkeit der Antworten gesprochen hat, wie man es sehr selten in Europa hört, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und er hat davon gesprochen, dass wir natürlich nicht hinnehmen dürfen, dass die Errungenschaften in Europa, nämlich unser Bild vom Menschen, einfach drangegeben werden. Und es ist völlig richtig, was die Bundeskanzlerin gesagt hat und was wir hier in diesem Deutschen Bundestag mehrfach wiederholt haben, dass wir keine militärische Lösung des Konflikts in der Ukraine sehen. Es wäre ja geradezu aberwitzig, nachdem wir in diesem Jahr über den Ersten, den Zweiten Weltkrieg reden, wenn wir militärische Lösungen suchen würden. Aber eins ist auch klar, dass wir dann umso mehr mit den politischen Möglichkeiten, die wir haben, arbeiten müssen und die Dinge, die nicht gut laufen, auch beim Namen nennen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da einen dümmeren Zwischenruf kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn ich hier über humanitäre Probleme rede, von Säbelrasseln zu sprechen, Sie sollten sich schämen für diesen Zwischenruf. Und jetzt werde ich Ihnen mal was sagen. Ich hoffe, es stockt Ihnen der Atem. Wenn ich sage, wir müssen für unser Menschenbild eintreten und die Dinge beim Namen nennen. Die Kollegin Marluise Beck hat mich heute Morgen auf etwas hingewiesen, das einem wirklich den Atem stocken lässt und auf das wir auch kommen müssen, wenn wir von Sanktionen reden. Natürlich üben die Separatisten in der Ukraine Gewalt aus. Und natürlich werden dort mit militärischem Gerät nicht Spielzeugveranstaltungen durchgeführt. Aber was schrecklich ist, noch schrecklicher als das, dass die Menschen in den Gebieten, in denen die Separatisten das Sagen haben, in einer Art und Weise bedroht werden, wie wir es nicht hinnehmen können. Und es sind oft die Frauen. Und da gibt es das Beispiel dieser Frau Dogan, die, weil sie sich für die ukrainische Armee ausgesprochen hat, ausgestellt worden ist an einen Pranger, von den Separatisten mit Waffen bedroht worden ist,
der sich Säbelrasseln bespuckt worden ist, geschlagen worden ist, gedemütigt worden ist über mehrere Stunden hinweg. Da kann ich nur sagen, so etwas dürfen wir nicht dulden, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Ihr Klatschen ist mir völlig egal. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass wir die Sanktionen durchsetzen müssen, dass wir die Antwort geben müssen, dass wir dieses nicht hinnehmen. Und da muss ich sagen, diese neue Herausforderung, auf die wir zunächst einmal ja keine Antwort geben konnten, diese neue Herausforderung wird von dieser Bundesregierung großartig angenommen, und die Bundesregierung argumentiert und handelt richtig. Und da sage ich einen herzlichen Dank der Bundeskanzlerin, aber genauso gut dem Bundesaußenminister. Wir können wirklich froh sein, in dieser Situation eine solche Bundesregierung unserem Land stellen zu können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das zweite große Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen in der internationalen Politik, ist der Umgang mit islamistischen Terrorgruppen. Und auch da gilt, dass wir konsequent und, wie der polnische Staatspräsident gesagt hat, entschlossen sein müssen und diese Entschlossenheit auch denen, die gegen Menschenrechte in grober Weise verstoßen, zu zeigen. Und dass diese Entwicklung uns Sorgen machen muss, zeigen doch die jüngsten Ankündigungen. Und dass dieses Thema uns über viele, viele Monate, wahrscheinlich Jahre beschäftigen wird, ist doch für uns eine unglaubliche Herausforderung. Und deswegen wird das Thema Einsatz für Frieden, für Menschenrechte, Religionsfreiheit und Bekämpfung dieses islamistischen Terrors in der nächsten Zeit immer ein Thema unserer Politik in der Großen Koalition sein müssen und wird es auch sein. Es muss uns doch wirklich erschrecken und dann zum Handeln bringen, wenn wir lesen, dass jetzt die verschiedenen Terrorgruppen in einen Wettbewerb um die größtmögliche Aufmerksamkeit eintreten. Und in diesen Tagen wir erfahren, dass Al-Qaida sagt, wir kommen einfach nicht mehr vor, weil nur noch über ISIS gesprochen wird und deren Brutalität. Und deswegen werden wir das ändern und werden uns jetzt unserer Glaubensgeschwister in Asien annehmen und haben für Indien bereits einen Chef von Al-Qaida in Indien benannt. Und dass das alles nicht nur dabei bleibt, kann man in diesen Tagen in Indien ganz genau sehen. Zum ersten Mal werden in den Slumgebieten in Indien Großplakate aufgestellt, wo Israel dafür verantwortlich gemacht wird, dass Kinder verletzt werden und vieles andere mehr, um damit in solchen Gebieten zunächst einmal ein Bewusstsein zu schaffen. Und das Nächste wird sein, dass man natürlich über den Einsatz der Muslime in diesem Land in Indien sprechen wird. Und da kann ich nur sagen, da muss man aufmerksam sein und natürlich den Menschen vor Ort helfen, dass sie denen nicht auf den Leim gehen. Aber, Frau Göring-Eckardt, ich teile Ihre Auffassung, dass man nur mit Strafrecht die Dinge nicht regeln kann. Aber es gibt auch Herausforderungen, wo man zeigen muss, dass man auch mit dem Strafrecht eine moralische Kompetenz in diesem Land beweist. Ich kann nur sagen, es macht mir große Sorgen. Und ich finde es unglaublich und hätte nie damit gerechnet, dass wir am Sonntag hier wenige Meter von diesem Reichstag entfernt eine Kundgebung haben müssen des Zentralrats der Juden.
unter dem Thema Steh auf, nie wieder Judenhass in Deutschland. Das ist unglaublich, dass das notwendig geworden ist. Und da kann ich nur sagen, es war auch richtig, dass wir mit mehreren Maßnahmen den Antisemitismus bekämpfen, aber auch mit dem Strafrecht, dass wir verbieten, dass bestimmte Thesen in unserem Land nicht ungestraft wiederholt werden dürfen und gesagt werden. Und deswegen muss natürlich abgewogen werden. Aber von vornherein nur die soziale Kompetenz herauszustellen, zu sagen, Strafrecht geht nicht, das halte ich für falsch. Und deswegen bin ich der Meinung, es müssen mehrere Dinge geschehen. Wenn jetzt aber wieder gerufen wird, wir brauchen besondere Maßnahmen, Projekte, dann kann ich nur sagen, der Einsatz für Toleranz, das Lernen aus unserer Geschichte, nie wieder Judenhass, das gehört nach meiner Auffassung schon zur Grundausstattung und Grundausbildung in unseren Schulen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das kann man nicht nach dem Motto wegtun, da muss nachher der Bund irgendwelche Projekte machen. Ich finde es erschreckend, wenn ich Berichte lese, wie junge Leute wenig Ahnung haben über das, was war, Geschichtsunterricht und damit Kenntnis über das, was in unserem Land mal war und was nie wieder sein darf, kann nicht das Thema von Projekten der Bundesregierung sein, sondern muss Thema der Ausbildung in unseren Schulen sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da sind in besonderer Weise auch unsere Länder gefordert. Und wenn wir über das Thema Flüchtlinge reden, einverstanden. Ich habe es am letzten Montag hier gesagt, und da war doch eine breite Übereinkunft, dass wir natürlich Flüchtlinge in unserem Land aufnehmen und dass wir natürlich alles dafür tun müssen, dass sie anständig untergebracht sind. Und dass dies natürlich eine große Herausforderung für viele Kommunen ist, wissen wir. Und das sagen auch die Oberbürgermeister von den Städten, die der Partei der Grünen angehören, dass das eine Herausforderung ist. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, brauchen wir hier uns gar nicht groß über das, was im Bundesrat passieren muss, diskutieren. Aber Thomas Oppermann hat doch recht, wir spielen nicht die eine Gruppe gegen die andere aus, sondern ich würde mal sagen, ein Schuh wird draus, und das wäre das Richtige, wenn wir hier, die Linke hat ja auch ein bisschen Einfluss in einer Landesregierung zumindest, hoffen wir, dass es so bleibt, wenn wir hier in diesem Bundestag uns sagen, die Herausforderung, die wir bei der Flüchtlingspolitik haben, ist nicht nur in diesem Haus, sondern muss sich im Bundesrat fortsetzen. Und deswegen müssen wir dort zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Und davon bin ich überzeugt, dass dies auch gelingen wird. Die ersten Botschaften haben wir vernommen. Und ich sage auch hier, natürlich sind wir bereit, in einem Gespräch mit Ihnen auch über viele Punkte zu reden. Und deswegen kann ich nur sagen, nehmen Sie das an, dass wir in den nächsten Tagen im Bundesrat zu einer guten Lösung kommen. Sie helfen vor allem den Kommunen in unserem Land. Wir können nachher, Frau Göring-Eckardt, mal über die Vorschläge des grünen Ministerpräsidenten Kretschmann reden. Die gehen schon in die ganz gute Richtung. So. Also das heißt, die Flüchtlinge ja, aber meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe damals schon am Montag schon darauf hingewiesen, dass es natürlich genauso notwendig ist, die Situation vor Ort entsprechend zu verbessern. Und da möchte ich die Bundesregierung, sehr geehrter Herr Bundesaußenminister, noch einmal bitten, genauer hinzuschauen. Ich hatte gestern ein Gespräch mit Vertretern der Jesiden, und die haben mir berichtet, dass bis heute in den großen Gebieten, in Dohuk beispielsweise, die Hilfe noch nicht richtig angekommen sei. Und ich habe sie gebeten, sie sollte es dann dem UNHCR und so sagen, aber offenbar gibt es da noch immer Probleme, und ich wäre dankbar, wenn man sich da mal drum kümmert. Und der zweite Punkt, bin ich auch noch nicht zufrieden.
Wir haben noch immer keine Antwort und Lösung aus Europa heraus. Es ist nicht eine Sache der Bundesregierung allein, wie wir nun den Flüchtlingen helfen. Es vergeht Woche für Woche, der Winter kommt, die Regenzeit kommt und die Zeit wird immer knapper, wo wir dort entsprechende Unterbringung machen können. Und ich habe die herzliche Bitte, dass man noch mal auf die EU-Kommission zugeht. Geld ist dort vorhanden, das wissen wir, die haben das Geld. Es muss jetzt endlich mal ein Rucker sich tun. Wir können die Leute im Nordirak nicht einfach sitzen lassen. Und deswegen sage ich, ja, es ist richtig, dass wir Waffenhilfe leisten. Aber wir werden mehr als die 50 Millionen in die Hand nehmen müssen, um den Flüchtlingen vor Ort zu helfen. Das Geld ist da und ich habe die Bitte an die Bundesregierung, den Europa da mal etwas Beine zu machen, damit es endlich mal vorangeht. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, neben diesen großen Herausforderungen in der Außenpolitik bleibt natürlich hier bei uns, in unserem Land, in Europa, die große Aufgabe, Wachstum weiter zu fördern und damit die Grundlagen für den Wohlstand in unserem Land und in Europa zu legen. Und Wachstum entsteht in unserer Wirtschaft. Und deswegen ist völlig richtig, wenn die Bundeskanzlerin in ihrer Regierungserklärung darauf hinweist, dass wir in einem wichtigen neuen Feld, nämlich in dem Bereich Wirtschaft 4.0 und im Bereich Internet vorankommen müssen und dass wir dort auch neue Start-ups, also neue Firmengründer brauchen. Und gerade von diesen Firmengründern hören wir, dass es nicht nur ein Thema ist, wie sie an Kapital kommen, sondern dass sie sich natürlich auch wünschen, ja, das geradezu verlangen, dass man sie in ihrer Startphase mal weitgehend von bürokratischen Gängeleien freistellt. Die haben andere Sorgen. Und deswegen, Herr Bundeswirtschaftsminister, bin ich dankbar für das Signal, das ich gehört habe, dass man sich überlege, wie man gerade bei Start-up-Unternehmen eine ganze Reihe von bürokratischen Auflagen vielleicht mal eine Zeit lang aussetzt. Und deswegen, lieber Kollege Oppermann, kann ich nur sagen, gerade diese Firmen brauchen hohe Flexibilität und nicht neue Arbeitszeitmodelle. Das regeln die schon selber. Und deswegen warne ich vor Stressverordnungen und neuen Arbeitszeitmodellen, die auf die Leute zukommen. Ich finde, und dazu stehen wir in der Union, wir haben eine ganze Reihe von Dingen gemacht, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Die Rente 63, Mindestlohn. Und wir werden auch die anderen Punkte, die wir im Koalitionsvertrag haben, Frauenquote, das werden wir alles mitmachen. Aber dann sage ich mal, dann muss es auch gut sein. Und ich rate uns, dass uns in der Koalition nicht jeden Tag und an jedem Wochenende in irgendwelchen Interviews neue mögliche Belastungen für die deutsche Wirtschaft einfallen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn das ist eher ein Problem der Investitionsfrage als vieles andere. Wenn ich als Unternehmer nicht weiß, was alles Mögliche noch auf mich zukommt, das hemmt die Investitionsbereitschaft mehr als alles andere. Und deswegen bin ich froh über die Signale, die ich da höre. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wir brauchen natürlich auch Investitionen in unserem Land, in die Infrastruktur, das ist angesprochen worden. Und deswegen können Sie ganz sicher sein, so wie wir alle anderen Punkte im Koalitionsvertrag umgesetzt haben, werden wir auch mit dem Lieblingsthema der Medien im Augenblick, der Maut, zu einem guten Ergebnis bis Ende des Jahres kommen. Dürfen Sie ganz sicher sein, dass wir das schaffen und packen. Und ja, wissen Sie, das, was Sie mir, Frau Göring-Eckardt, manchmal als gute Ergebnisse vorschlagen, das beim näheren Hinschauen sind das meistens schlechte. Und deswegen können wir das nicht machen. Es gibt ein paar Punkte, wo wir uns einig sind, aber im allermeisten muss ich sagen, von Wirtschaft verstehen Sie nun wirklich nicht so viel. Das muss ich mal deutlich formulieren. Und deshalb wollen wir mal Sie sowieso schon gar nicht, Herr Gysi. Also Sie sind jetzt der schlechteste Ratgeber dazu. Nein, nein.
Und deswegen ist es richtig, dass wir beim Thema Wirtschaft helfen, in neue Entwicklungen hineinzukommen. Und da kann ich nur sagen, auch da werden die richtigen Entscheidungen in dieser Regierung gelegt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die großen Aufgaben also, die vor uns liegen, Frieden schaffen in Europa, in der Ukraine, Bekämpfung des islamistischen Terrors und dafür sorgen, dass unsere Wirtschaft weiter wachsen kann und wir davon auch den Anteil für Wohlstand haben. Und die Voraussetzungen dafür, für all dieses, für diese großen Aufgaben, die werden mit diesem Bundeshaushalt gelegt. Und dieser Bundeshaushalt, der zum ersten Mal keine neuen Schulden aufnimmt und dies auch verspricht für die nächsten Jahre, gibt damit Grundlagen für neue Entscheidungsmöglichkeiten. Auch für die Botschaft, wir werden mit dem auskommen, was wir haben. Und mit dem auskommen, was wir haben, heißt auch, dass wir sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Wirtschaft an dem Wohlstand beteiligen. Und deswegen bleibt es dabei, auch wenn der ein oder andere meint, er müsse jetzt wieder eine andere Diskussion führen. Die Kanzlerin hat es hier gesagt, der Vizekanzler hat es gesagt, der Finanzminister hat es gesagt. Und ich kann es nur noch mal bestätigen, es wird mit uns in dieser Koalition keine Steuererhöhungen geben. Alles andere ist Quatsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Keine Steuererhöhungen wird es mit uns geben. Das haben wir zugesagt und dabei bleibt es. Und das ist eine zentrale Botschaft auch an unsere Wirtschaft. Ihr könnt euer Geld investieren, ihr könnt für Wachstum sorgen und damit für eine gute Situation in unserem Land. Wir schaffen damit eine wichtige Voraussetzung. Und gestern Abend bei der deutschen Wirtschaft ist man immer wieder darauf angesprochen worden, auf das Thema qualifizierte Arbeitskräfte, denn gerade Industrie 4.0 verlangt natürlich entsprechende Ausbildung. Und da kann ich nur sagen, wenn ich den einen oder anderen aus der Linksfraktion da so höre, muss ich denken, wo sind denn die ganze Zeit unterwegs? Es wird für uns, es wird in unserem Land so viel für Bildung und Ausbildung ausgegeben wie nirgendwo in Europa, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da brauchen wir überhaupt keine Hinweise. Das, was im Bildungs- und Forschungsministerium getan wird, das ist ein super Vorbild für ganz Europa, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das schafft Zukunft für eine junge Generation. Und deswegen kann ich nur sagen, die Länder müssen da ihren Beitrag leisten. Wir haben den Ländern Geld gegeben für Hochschule, für die Ausbildung. Und wenn ich dann höre, dass einige sagen, okay, den wesentlichen Teil des Geldes geben wir dorthin, kann ich das gerade noch akzeptieren. Wenn man aber weiß, dass Bildung und Ausbildung das Entscheidende Zukunftsprojekt für unser Land ist, dann kann ich nicht mehr akzeptieren, wenn einige rot-grün geführte Bundesländer sagen, sie werden den wesentlichen Teil dieser Mittel, die vom Bund kommen, nicht für Hochschule und Bildung ausgeben, sondern für viele andere Dinge. Und dann kann ich nur sagen, wer so argumentiert, hat jedes Recht verloren zu sagen, der Bund muss mehr für Bildung und Ausbildung tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen werden wir da auch nicht nachlassen. Wir werden in den Landtagen nachfragen, was passiert. Und ich bitte auch die SPD-Bundestagsfraktion, unseren Koalitionspartner, dass wir dieses Projekt, das wir gemeinsam auf den Weg gebracht haben, uns nicht unterhöhlen lassen von denjenigen, die glauben, sie könnten das Geld für alle Haushaltszwecke, aber nicht für Bildung und Ausbildung einsetzen. Dafür tragen wir in dieser Koalition Verantwortung. Und damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind die großen Herausforderungen beschrieben. Ich bin sicher, dass diese Koalition und diese von der Koalition getragene, nicht nur getragene, sondern in jeder Hinsicht unterstützte Bundesregierung diesen Aufgaben und Herausforderungen gerecht werden wird. Applaus
Volker Kauder war das, meine Damen und Herren, der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion, hier in dieser Debatte und Aussprache zum Etat der Bundeskanzlerin. Traditionell ja genutzt, um die großen Richtlinien der Politik festzulegen.